Das hier ist Mamadou. Und das bin ich. Wir sitzen am Rand eines Fußballfeldes in Freetown. Hier hat Mamadou viel Zeit verbracht, seit er im Herbst 2017 aus der Schweiz ausgeschafft wurde. Ich bin nach Freetown, die Hauptstadt von Sierra Leone, gereist, um zu beobachten, wie Mamadou sein neues Leben beginnt. Mamadou hat Sierra Leone vor fast 10 Jahren verlassen, um anderswo Geld zu verdienen. Er hat es bis nach Europa geschafft, aber die Schweiz hat ihn zurückgeschickt. Ich bin mehrere Tage einfach mit ihm mitgelaufen. Ich war dabei, als er Verwandte und Freunde traf und auch als er seinen kranken Vater besuchte. Nach ein paar Tagen in Freetown machten wir uns auf den Weg nach Sanya. Sanya ist Mamadous Heimatdorf, ganz im Norden von Sierra Leone. Er hat oft von Sanya gesprochen, als er in der Schweiz war, seinem Zuhause, aus dem er als Kind während dem Bürgerkrieg floh. Er hofft, dass er dort ein neues Leben beginnen kann, aber er war lange nicht mehr dort. Die Reise begann in diesem Minibus. Anfangs war die Straße noch okay, aber wir hatten kaum Platz. Und Mamadou hatte seine 2 Hasen dabei. Unsere Mitfahrer starrten die Hasen an, als ob sie noch nie solche Tiere gesehen hätten. Auf den Minibus folgte dieses überfüllte Taxi. Es war feucht und heiß. Die Straßen waren vom Regen ausgeschwemmt, für das Taxi war das zu viel. Die letzten Stunden fuhren wir durch den Urwald, auf eine Art Fähre über den Mongo River und zum Schluss mussten wir dann auch noch auf 2 Motorräder umsteigen und fuhren stundenlang durch die Nacht, bis wir nach 16 Stunden endlich in Sanya ankamen. Sanya ist ein Dorf ohne Strom und fließendes Wasser und ohne Handyempfang, aber es ist sein Zuhause. Mamadou war vor seiner Ankunft sehr nervös. Er wusste nicht, was ihn hier erwarten würde, wie die Menschen ihn aufnehmen würden. Sein Elternhaus ist zerstört, eine Ruine. Nun will er es wieder aufbauen. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie er das hier alleine schaffen will. Ich begleitete ihn bei seiner Tour durch das Dorf, wie er Leute begrüßte, die er jahrelang nicht mehr gesehen hatte. Er schämte sich dafür, ausgeschafft worden zu sein und erzählte es fast nie. Ihm sagte er es, dem Imam, auf dessen Töff er als 5-Jähriger vor den Rebellen geflohen war. Einmal nahm er mich mit zum Fluss, in dem er als Kind oft baden ging. Ich stand am Ufer und schaute zu, wie er im Wasser herumsprang. Ich hatte ihn auf der ganzen Reise nie so entspannt gesehen. Am letzten Abend saßen wir im Dunkeln auf der Veranda. Seine Tante bereitete den Porridge für den nächsten Tag vor. Und irgendwann, nachdem wir lange nichts mehr geredet hatten, begann Mamadou plötzlich auf Deutsch zu sprechen. Er hatte etwas Deutsch gelernt in der Schweiz. Ich fand das surreal, ihn hier im Dschungel so reden zu hören, auch weil ich das Gefühl hatte, dass er diese Sprache nach meiner Abreise nie mehr brauchen würde.